Carsten Hilse. Herr Präsident, Frau Präsidentin, Entschuldigung, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, vor allen Dingen Bauern, liebe Bauern am Brandenburger Tor. Auch dieser Haushalt entspricht nicht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Und so wie in den letzten Jahren wird Geld für sinnlose und teilweise selbstzerstörerische Unterfangen ausgegeben. Die ganze Welt wird großzügig mit dem von deutschen Arbeitnehmern hart erarbeiteten Steuergeld beschenkt. Im Gegensatz zu den meisten Regierungen dieser Erde steht für Sie das Wohl und Wehe des eigenen Volkes ganz hinten an. Deswegen möchte ich Sie noch einmal höflichst darauf hinweisen, dass Sie nicht von teilweise korrupten Staatsmännern, Lobbyvereinigungen und Nichtregierungsorganisationen, sondern von einem zwar zum Glück immer kleiner werdenden Teil, aber trotzdem vom deutschen Volk gewählt werden. Und deshalb ist es Ihre Pflicht und Schuldigkeit, zuvorderst die Interessen dieses deutschen Volkes zu vertreten. Mit den Ausgaben für Ihre sogenannte Klimaschutzpolitik verschwenden Sie auch in den nächsten Jahren hunderte Millionen Euro des deutschen Steuerzahlers, ohne dass es dafür eine wissenschaftliche Begründung gäbe. Ihre Rechtfertigung sind Klimacomputermodelle, die erstens komplett versagen, weil die vorhergesagten Temperaturen und die real gemessenen Daten immer weiter auseinanderdriften und von denen der sogenannte Weltklimarat des IPCC selbst weiß, dass sie zukünftige Klimazustände nicht errechnen können. Im dritten IPCC-Bericht heißt es, wir müssen erkennen, dass es sich beim Klima um ein chaotisches, nicht lineares System handelt und deshalb Vorhersagen zu künftigen Klimazuständen nicht möglich sind. Auch die über zig Jahre andauernde, mit vielen Milliarden Euro, auch aus dem Bundeshaushalt finanzierte Forschung hat keinen einzigen Beweis erbringen können, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst. Und selbst wenn Ihre Theorie stimmte, würde Deutschland bei einer Reduzierung seiner CO2-Emissionen in Jahresfrist die theoretische Temperaturerhöhung um 0,000653 Grad Celsius verringern. Für diesen aberwitzig geringen Wert auch nur einen einzigen Cent auszugeben, ist Verrat am deutschen Steuerzahler. Diese unsinnige Weltuntergangstheorie ist aber Ihre Begründung für eine gnadenlose Ausplünderung der Menschen, die Zerstörung über hunderte Jahrhunderte geschaffener Kulturlandschaften, die Vernichtung unserer wirtschaftlichen Grundlagen und die Drangsalierung von selbstständigen Arbeitnehmern und Bauern. Gerade die Bauern, die mit ihrer Hände Arbeit täglich für gesunde Lebensmittel sorgen, machen sie für Folgen verantwortlich, die sie selbst zu verantworten haben. Der Rückgang von Insekten und Vögeln, die diese als Nahrung nutzen, ist zu einem nicht unerheblichen Teil ihrer unsinnigen Energiewende geschuldet. Da sie davon ausgegangen sind, dass sich die deutschen Bauern sowieso nicht wehren, haben sie sie als Sündenböcke auserkoren. Wie sehr sie sich bei dieser Einschätzung geirrt haben, können Sie heute sehen. Die Bauern stehen auf, und ich hoffe sehr, dass die Arbeitnehmer der Auto- und Schwerindustrie, der chemischen und vor allen Dingen der Stromindustrie und alle anderen Menschen ihre Stimme erheben und gegen diesen ideologischen Unsinn aufbegehren werden. Noch können Sie diese mit Ihrer auf allen Kanälen und zu jeder Zeit laufenden pseudowissenschaftlichen Verdummungskampagne für noch höhere Steuern, für noch mehr Umweltzerstörung, für die Hinnahme Ihres Arbeitsplatzverlustes gefügig machen. Offensichtlich braucht es in diesem Land ein neues Zeitalter der Aufklärung. Dieses Zeitalter hat mit dem Einzug der AfD in alle Landesparlamente und in den Bundestag begonnen. Und lassen Sie sich noch eins mit einem Zitat von Abraham Lincoln gesagt sein: Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit, aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würden Sie Ihr Button mitnehmen, bitte? Dankeschön, Herr Hilse. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion.